Moin Leute und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute sind wir mal wieder bei einem Campout für den Jordan 1 Gym Red. Unser zweites Campout, seit wir ja schon letzte Woche bei einem Antilia waren. Und ich meine, ich spreche jetzt mal für mich, mir macht das persönlich auch am meisten Spaß von allen Videos. Ja, so. Und das kommt, glaube ich, auch am besten an. So. Ja, genau. Hat euch ja sehr gut gefallen. Kann auch sein, dass es daran liegt, dass Alex uns gepusht hat. Aber ja, auf jeden Fall scheint ihr es sehr zu feiern. Ja, wir sind jetzt hier auch beim gleichen Foodlocker wie letztes Mal, also in Hamburg in der Mönckebergstraße. Und ja, genau. Campen für den Jordan 1 Gym Red. Leider ist weder Maxi da noch Alex, der ja irgendwie Brötchen bringt oder so wie letztes Mal. Aber wir werden schon überleben. Wir haben auch nicht die allerbesten Plätze. Wir sind bei Foodlocker, bin ich, glaube ich, Platz 30 oder so. Was ist die Liste? Nee, wir sind 28 und 29. Oder so. Bei Kicks habe ich einen ganz guten Platz, also wir sind separat noch bei Kicks, zumindest ich. Da bin ich jetzt Platz 12 und die haben 15 Paare, das heißt, irgendeins werde ich da abkriegen. Ist halt die Frage, ob das gut ist oder nicht. Es gibt auch das Gerücht, dass die Frauengrößen teurer sind. Das Wenn das so wäre, dann wären wir am Arsch, weil Frauengrößen geben halt nur mal mehr Resell, deswegen wollte ich eigentlich auf die gehen, aber... Ja, ansonsten sehen wir uns später nochmal und ciao. Kurzes Update. Wir machen jetzt eine letzte Checkzeit um 12 Uhr, also 0 Uhr 0. Ja. Jetzt ist es 20:30. Eigentlich wollten wir jetzt eine Checkzeit machen, aber daraus ist einfach nichts geworden. Und man darf auch dann nach Hause gehen und also irgendwie... Beziehungsweise wurde nicht offiziell erlaubt, aber ich meine, von der Checkzeit her würde es halt gehen. Ja, ja. Und er meint, für den Jordan muss man sich jetzt nicht so abmühen, aber ich meine, ich finde den geiler als ein Yeezy. Aber wenn man ihn zum Resell kaufen will, dann ist halt schwierig. Aber dann sehen wir uns wieder, wenn wir wissen, was wir machen. Ob wir nach Hause gehen. Vielleicht Nein, gehen wir. Safe nicht nach Hause, oder? Nee, nach Hause nicht, aber vielleicht übernachten wir bei irgendeinem Kollegen oder sowas. Mal gucken. Bei seiner Oma. Aber Jungs, auf jeden Fall wird schon mal für uns geputzt, damit unsere Sneaks nicht dreckig werden. Damit unsere Jordans hier bloß keinen Dreck abkriegen. Genau. Sonst wäre es echt frech von denen, muss ich sagen. Alter, das wäre... Okay, wir nehmen alles zurück. Das sind Ehrenmänner. Ehrenmänner. Checkt sie aus. Genau. Auf YouTube. Foodlocker. Spaß, weiß ich nicht. Aber auf Instagram gibt sie garantiert. Genau. Hey, was geht? Jo. Was geht? Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt richtig drauf hatte. Aber egal. Also, so wie es aussieht, wird jetzt der Check um 12 Uhr stattfinden. Beziehungsweise halt um 0 Uhr. Das heißt, wir bleiben auch jetzt hier. Und ich meine, es wäre halt auch irgendwie komisch gewesen. Aber ja. Wir bleiben jetzt hier, verbringen die Nacht hier. Und jo. Ja, ich meine, wir haben uns halt auch drauf eingestellt von daher. Ja, deswegen an sich gehört es ja auch dazu. Und wenn irgendwer anderes kommen würde, dann wird es wahrscheinlich Stress geben. Ja. Weil die dann eine neue Liste erstellen würden. Also können wir nicht machen. Von daher geht's hier weiter, wo wir es schon kennen. So Leute, es ist jetzt 2.38 Uhr, das heißt, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Johannes ist hier auf jeden Fall am Pennen.
Ich versuche zumindest zu schlafen und ja. Jo, kleines Update hier. Wir sind jetzt bei der Schanzenbäckerei. Es ist jetzt 6.20 Uhr ungefähr. Und er ist am Pennen. Mir geht eigentlich noch ganz gut. Und ja, wir haben uns hier erstmal was gegönnt. Irgendwie eher so ein Quarkbrötchen und ich eine Käsestange. Und mal gucken. Um 8 Uhr ist noch ein nächster Check irgendwie. Und dann sehen wir uns dann wieder. Cindy? Jo. So, erzähl uns doch mal, was wir hier gemacht haben. Ganz schlechte Nachrichten auf jeden Fall. Wir haben beide kein Paar bei Fluglocke abgekriegt, weil halt einfach noch keine Größen da waren. Es gibt jetzt noch ein bisschen Hoffnung, jedenfalls für mich, für Johannes leider gar nicht mehr, dass ich bei Kicks ein Paar abkriegen kann. Allerdings haben die nur 15 Paare und ich bin Platz 12. Das heißt, wahrscheinlich werde ich auch nur eine Größe kriegen. Und ja, das heißt, wir sind hier jetzt noch so, keine Ahnung, anderthalb Stunden und versuchen es hier. Ja, ansonsten. Und mir fällt gerade ein, wahrscheinlich ist der Ton wieder richtig beschissen. Ja, weil das ist die gleiche Location wie letztes Mal, wo wir es komplett vergessen konnten. Ich schätze mal nicht, dass wir hier noch irgendwas Geiles kriegen. Aber ja, wir sehen uns später und gucken, ob es dann geklappt hat oder nicht. Ja. Leute, ich nehme jetzt hier einmal das Unboxing auf von dem Schuh. Ich bin jetzt alleine ohne Johannes, wie ihr vielleicht seht. Da, wo wir gecampt haben, ist der Ton halt einfach zu scheiße. Und ja, deswegen unboxe ich den jetzt mal ganz kurz. Und ja, ich habe jetzt hier nur die Größe 3,5 gekriegt, auch noch in der Frauengröße. Das heißt, der ist verdammt klein. Und Johannes hat tatsächlich auch keinen gekriegt, beziehungsweise hätte halt nur einen in einer richtig behinderten Größe abgekriegt. Der Jordan 1 Karton ist natürlich ganz normal, wie wir ihn immer kennen. Deswegen, hier haben wir noch die Rechnung. Der hat auch tatsächlich jetzt nur 120 gekostet, weil das jetzt eben eine Frauengröße ist. Und ja, dann haben wir hier das Papier, wie wir es kennen. Und hier haben wir den Schuh. Der ist jetzt sehr klein. Ich kann ihn ja einmal so in der Hand halten zum Vergleich. Also ja, eben 3,5 in Frauengröße. Das ist eben verdammt klein. Aber zur Silhouette muss ich sagen, finde ich den verdammt geil. Am Anfang hat mir der noch nicht so gefallen, aber mittlerweile dieses Schwarz und Rot passt halt einfach sehr gut zusammen. Und durch das Schwarz kann man den auch relativ einfach kombinieren. Und ja, insgesamt ist es einfach eine geile Silhouette. Die Außensohle ist auch schwarz, genau wie die Innensohle. Da kann ich hier mal eben die Pappe rausholen.
Hier könnt ihr die Innensohle sehen, hoffentlich. Und ja, ansonsten gibt es, denke ich, auch nicht mehr viel mehr zum Schuh zu sagen. Ich hole noch einmal eben den zweiten raus. Hier sind noch einmal rote Laces dabei, falls ihr keinen Bock mehr auf die Standard-Schwarzen habt. Und ja, ich glaube, ich würde mir sogar auch die roten Laces reinmachen, weil die einfach ein bisschen auffälliger sind und nicht so Standard aussehen. Hier oben haben wir natürlich wieder das Nike Air Logo. Und was ich vorhin entdeckt habe, ein ganz nices Accessoire. Und zwar haben wir hier einen Sticker von dem Jordan Logo, beziehungsweise von diesem Jumpman Logo. Ich persönlich feiere diese kleinen Accessoires immer mega. Ist einfach immer eine ganz nette Geste und ich finde es einfach cool, immer solche Sticker dabei zu haben. Ansonsten war es das jetzt mit dem Video. Checkt uns gerne auf Insta ab, das ist hier irgendwo eingeblendet oder in der Infocard. Abonniert unseren Channel, um nichts mehr zu verpassen. Und liked das Video, das würde uns auf jeden Fall sehr supporten. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und ciao.